Ne verkseeralu alugulu derigannealu imaaqtuk. Aasi taqium angalat qarsivillugik. Taqium igukkai qairusugiñun puktaqpaa araa qanuhrik taimma ipigitpak. Ist doch klar, weil der Protagonist einer so wunderschönen Geschichte nicht einfach so ertrinken darf. Kunuxayuka war bei klarem Wetter ein guter Jäger, doch der Schneesturm war einfach keine gute Zeit für die Jagd. Das stimmt. Oh, Alter, muss das kalt sein! Okay, so schwimmen wir mit A, schwimmen wir schneller. Aber komischerweise, das überlebt sie, ne? Im ersten Part sind wir ins Wasser gefallen. Und da sind wir sofort gestorben. Das war wohl nicht so kalt wie hier. Das ist wohl nur... Ja, keine Ahnung. Das ist wohl nur 3 Grad kalt. Und... das Wasser draußen... ist glatte 0 Grad. Oder was weiß ich. Wer weiß das schon. Fast 0 Grad. Das weiß ich nicht so genau. So, mein Fuchs. Okay. Ha! Er jetzt verschwunden? War das eine Schneeflocke? Oder ist das nur der Fuchs? Ist das nur der Fuchs, der so schneit? Aber so eine Höhle, das sieht schon richtig geil aus. So eine Eishöhle würde ich auch gerne mal erkunden. Okay. Gleich wird's nass. Ich habe das Gefühl, gleich wird's nass. Und Bowler Action. Oh ja, es ist nass. Oh, eine Dusche. Eine schöne Dusche im kalten Wasser. Wer mag das nicht gerne? Da ist eine Wand. Okay. Oh. Sie kann auch die ganze Zeit atmen. Die Kleidung muss echt gut dämmen, ey. Ey, Allah. So. Nun herauf. Fuchs rauf und los geht der Zug. So. So, Nuna, komm mit mir. Nein! Jetzt muss ich mit dem Fuchs wieder ganz zurückschwimmen. Kann Nuna nicht darunter? Die kann sich nur ducken. Aber kriechen kann sie nicht. Na. Naja. Das Schwimmen funktioniert echt nicht so gut. Also zumindest nicht das Hochklettern auf irgendwelche Sachen. Auf irgendwelche Ränder. So. Oh. So. Du da rauf. Nuna kommt nicht mit. Wahrscheinlich müssen wir da oben einen Wandsprung machen. Ja! Oh, ich bin Mario! Mario! So. Na. Oh, ich geh schon da runter. Und Sprung! So. Und jetzt mit Nuna. So. Komm mit Flocke. Okay. Na, was jetzt? Hä? Da kommen wir mit Nuna. Muss der Fuchs erst raufspringen? Nee. Da kann nur der Fuchs mitfahren. Ah, okay, da oben ist noch eine Flocke, die müssen wir mitnehmen. Und dann
kann Nuna da wahrscheinlich rauf. Die gute Nuna. Okay. Na. Wow. Wow. Ich tanze. So. Okay, ja, okay. Jetzt können wir daran klettern. Okay. Und jetzt müssen wir mit dem Fuchs hinterher. Ach so. Ach. Mädchen. So, Fuchs. Da oben rauf. Oder auch nicht. Mädchen daran. Fuchs. Da oben rauf. Ach so, der Fuchs muss so hinspringen. Okay. Und du rüber da. So. Hey, was stand da? Irgendwas mit... Okay, wahrscheinlich, dass ich da so rüberspringen kann. So, Cola-Action. Ah, okay. Jetzt kann der Fuchs da ranklettern. Das kann er wahrscheinlich bei der Eiswand nicht. So. Und zack. Läuft doch gut. Und die Musik, ne? Die passt wirklich. Auch wenn das nur so ein ja, wie nennt man das? So ein leises Geraschel im Hintergrund ist. So ein stimmungsvolles Dahinplätschern. Das finde ich richtig passend. Ich habe es ja schon im vorigen Part gesagt, wenn man das hier spielt, dann ist es im Sommer gleich nicht mehr so warm. Sif. Wieso springst du jetzt? Ich habe nichts gedrückt. Fuchs. Mann. Wobei ich das hier jetzt morgens aufnehme, das ist sowieso noch nicht so kalt, aber... Ja. Wow. Okay, komm mit, Fuchs. Okay, da unten sind wieder Geister. Okay, da kommen wir wahrscheinlich so nicht durch. Nee, da brauchen wir Bola-Action. Na, komm. Runter, Fuchs. Okay. Nein. Fuchs, geh runter. Okay. Ah, mit dem... Können wir mit dem Fuchs daran springen? Nee, ne? Entschuldigung. Aber der kann normalerweise auch auf Geist. Okay, das ist also nur für Nuna. Ja, okay. Waren da nicht eben noch zwei Geister? Muss ich nicht. Das schaffe ich doch so nicht. Oh nee. Ich ahne es schon, die Kleine wird gleich aufgespießt. Und wir schaffen es wahrscheinlich nicht, aber... Nee, wir schaffen es nicht. Aber eben... Da waren zwei Geister. Ach so, jetzt wartest du hier, ja? Sonst kommst du mir immer hinterher gedackelt. Das ist ja nett. Dass wir erst zweimal sterben mussten, du und ich. Die schwingt jetzt auch viel weiter. Sehr toll. Okay, und jetzt? Ah, okay. Hey. Das interagiert doch nicht so mit dem Fuchs, ihr doofen Geister. Na. Nein. Oh, das tat weh. Ah, okay. Mal verschwinden die Geister, mal nicht, wenn der Fuchs nicht in der Nähe ist.
okay. Deswegen kann er sich da oben noch festkrallen. Verstehe. Und jetzt können wir hier... können wir es treffen. Ja, wieder vereint mit mal. Wieder vereint mit meinem Fuchsfreund. So, und jetzt? Was hat uns das Ganze jetzt gebracht? Ah, okay. Aber wie komme ich jetzt mit... und wie nehme ich meinen weißen Freund jetzt hinterher? Oh. So, richtige Richtung. Und zack. Muss er... okay. Du musst jetzt da warten. Achso, okay. Zack. Alles ist lebendig. Oh ja. Ah, okay, jetzt hat sich das hier mit Wasser gefüllt. Ich verstehe. Müssen wir jetzt... kommen wir da oben weiter? Nee, ne? Hab ich gerade gar nicht geguckt. Nee. Da geht's nur nach oben. Da, wo das Wasser rauskam. Na okay, dann gehen wir mal weiter. Oder schwimmen wir weiter. Schwimmen, Nuna. Ah, okay. Da hinten im Hintergrund, ist das eine Riesenkrake oder ein Kalmar oder? Ich sehe nichts. Kamera. Danke. Jetzt müssen wir wahrscheinlich hier noch lang. Ja, die muss Lungen haben. Okay. So, das ist schon wieder die Krake. Ich dachte, was ist das denn für ein Schleier? Okay, gehen wir erstmal hier runter. Oder ist es gut, wenn wir erstmal hier runter gehen oder sollen wir erstmal hochgehen? Das sieht mir aber schon richtig aus. Okay. Schwimmen. Achso, hier sind wir wieder. Dann gehen wir ja gerade zurück, ne? Ah, ist das richtig? Kommen hier irgendwo hin, wo wir vorher nicht waren? Gucken wir mal. Okay. Kann ich die jetzt mitnehmen? Haben wir eine Flocke verpasst? Nein! Was ist los mit dir, Fuchs? Komm hinterher. Okay, hier waren wir überall schon. Aber... vielleicht können wir hier noch irgendwo hin. Nö. Und ich komme hier nicht mehr raus. Doch, komm ich. Das wäre es jetzt ja dann. Das wäre es ja jetzt noch gewesen. Komme ich da nicht rein? Oh, jetzt fluten hier einfach alles und ich finde hier nichts. Ich dachte, jetzt können wir noch irgendwo anders hin. Nein. So. Müssen wir jetzt den ganzen Weg wieder zurück? Also, ich würde sagen, das ist ein neuer Weltrekord im Luftholen. Mann, ich will diese Flocke haben. Wahrscheinlich erscheint er durch inneren Geist. Hoffen wir es mal. Nicht, dass mir nach einem Video entgeht. Okay, wir müssten also hoch. Das hier war komplette Zeitverschwendung. Aber trotzdem danke, dass ihr bei mir wart. Schnell dem Licht entgegen, okay. Ah, Luft. Nicht, dass wir sie nötig hätten. Aber Luft. Herr Fuchs.
Na komm. Muss ich da jetzt... Kommt da nicht durch. Das ist ja mies. Wie komme ich denn da sonst hin? Schneller schwimmen, ich will nicht schneller schwimmen, ich will schneller schwimmen, genau. Schneller schwimmen, ich will mit dem Fuchs da hoch. Okay, hier kommen wir anscheinend nicht weiter. Das Schwimmen an der Oberfläche ist so ein bisschen... Sag ich jetzt mal so. Vielleicht kommen wir da irgendwie anders hin. Hoffe ich mal. Warum wartest du da jetzt? Wahrscheinlich müssen wir da doch hin. Aber wie kommen wir denn sonst an die Flocke ran? Da war doch der Wasserfall im Weg. Wir müssen da hin. Wo waren wir vorher? Wir müssen da hin. Oder kommen wir nicht weiter? Na komm. Na komm, gute Nuna. Jetzt ist die Flocke da. Aber ich kann dahin nichts hinwerfen. Es prallt doch daran ab. Wie soll ich denn da was hinwerfen? Oder muss ich mit dem Fuchs da oben hoch? Ja, muss ich. Sehr gut. Ah, okay. Hui. Errungenschaft freigeschaltet. Schwimmende Geschichte. Ja, wir müssen die Flocke wahrscheinlich auch oben hin mitnehmen. Komm mit Flocke. So, jetzt können wir auch mit Nuna getroffen. Sehr schön. Jetzt kommt hier wieder so ein Klettermax. So. Ah, ist manchmal gar nicht so einfach. Wir müssen doch jetzt hier lang, oder? Oh, ich ahne schon, was da jetzt kommt. Jetzt wird's nass.